Also bei mir steht jetzt der Patrick Knöll, Torwart vom Catania Kirchheim, war letztes Jahr oder diese Saison auch noch bei uns, ist in der Winterpause gewechselt und hat jetzt das Glück gehabt, den Heiningern die erste Niederlage beizubringen seit ewigen Zeiten, so wie man sagen kann. Patrick, wie fühlt sich das heute an für dich? Ein lachendes Auge, ein weinendes Auge. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder nicht freuen soll, aber es war ein gutes Spiel, finde ich. Und so wie es ausgegangen ist, war es gerecht, finde ich. Also ich habe irgendwie, also die Heininger, die haben gemeint, dass das mindestens einmal hätte Elfmeter geben müssen. Hast du das aus so deiner sehe Sicht? Ich das auch, Hast du es ähnlich gesehen? Ja, natürlich. Ja, das finde ich eine ehrliche Antwort. Vielen Dank. Ja. Dankeschön. So, bei mir steht wieder der Trainer Tobias Fritsch. Heute haben wir in Catania verloren. Das erste Mal seit 13 ungeschlagenen Spielen. Ist natürlich bitter, da hat man sicherlich nicht mitgerechnet. Was waren für dich die Gründe heute? Da gab es auch sicherlich mehrere, dass es verloren ging. Ja, grundsätzlich geht der Sieg sogar in Ordnung. Wir hatten natürlich mehr Spielanteile, hatten auch mehr Torchancen wie Catania Kirchheim. Aber letztendlich, das, was wir uns vorgenommen haben, den Gegner unter Druck zu setzen, aggressiv zu spielen, ist uns nicht gelungen. Wir haben eine gute, spielstarke Mannschaft. Das ist uns nicht gelungen, da schneller oder in die richtigen Situationen an den Ball zu kommen. Viel zu viele individuelle Fehler, viel zu viele Abspielfehler, wo natürlich den Gegner dann immer wieder auch stark gemacht haben. Und von daher geht das natürlich dann auch in Ordnung. Also wir waren der Meinung von außen, dass der Schiedsrichter auch zweimal hätte mindestens auf Elfmeter gehen müssen, hat er nicht. Der Patrick Knöll, Torwart von den Gegner, hat das sogar bestätigt. Hast du das auch so gesehen, oder? Ja, natürlich war eine Situation, da muss man Elfmeter geben. Das ist schon richtig, aber das daran festzumachen, ich denke, wäre jetzt nicht fair. Wir müssen uns einfach vorwerfen, dass wir nicht aggressiv genug gespielt haben, dass wir nicht schnell genug nachgerückt haben, dass wir viel zu oft diesen zweiten Ball nicht bekommen haben, dass wir nicht entschlossen genug waren, zum Torabschluss zu kommen. Und diese Dinge gehören alles dazu, um ein Spiel zu gewinnen. Das brauchen wir auch gegen den AC Catania Kirchheim. Von daher dürfen wir uns dort auch nicht beschweren. Das ist die Mannschaft, die gegen uns unentschieden gespielt hat und gewonnen, eigentlich die erfolgreichste Gegner in dieser Saison. Wie geht man jetzt damit mit um, dass man im nächsten Spiel das wieder ändert? Ja gut, wir haben das nächste Spiel daheim. Wir spielen gegen RSK Esslingen. Auch das Spiel ging in der Vorrunde verloren. Von daher sind wir da schon gewarnt. Ich denke, wir müssen uns unter Druck setzen in jeder Situation. Es sind 5 Punkte noch. Aber auch dann bin ich davon überzeugt, dann kann man die Leistungen auch bringen, um das Spiel zu gewinnen. Also vielen Dank, Kopf hoch, fürs nächste Mal. Danke.